Wir reden heute über geistige Dinge. But some basic things you have to understand. Aber ein paar grundlegende Sachen müsst ihr verstehen. Because you have inside of you. Weil jeder von euch hat auch einen Geist in sich oder hat diese Dinge in sich. So, this is a horizontal. Also hier sind wir auf der horizontalen Ebene. So, horizontal is like this. Horizontal bedeutet, wenn wir mit parallel zu etwas fliegen. This will be vertical. Und die vertikal ist dann ab da. This direction. Und die geht dann direkt nach oben. So, first we have to understand this part. Und zuerst müssen wir diesen horizontalen Teil verstehen. This part is something belong to mind. Und dieser Teil, der horizontale Teil, ist etwas, was zum Verstand gehört. Okay. You all know you have a body. Ihr alle wisst, dass ihr einen Körper habt. Wenn du musst, kannst du vorne sitzen. Alles gut. Ne? Kannst du hier vorne kommen? Du auch? Oder kannst du hier? Ich kann nicht hören. Okay. Okay. So, horizontal. Das heißt, horizontal. This is a body. Dazu gehört der Körper. Everybody. Und den hat jeder von uns. If somebody don't have, let me know. Wenn jemand keinen Körper hat, lasst es mich wissen, ja? We have a mind. Jeder von uns hat einen Verstand. If I ask you, where is your mind? Wenn ich euch frage, wo euer Verstand ist, where are you gonna pinpoint? Wo werdet ihr dann hinzeigen? But if I say to you, show me. Aber wenn ich euch sage, zeigt mir den Verstand. If I say to you, from where your thought is coming. Wenn ich frage, woher kommen eure Gedanken? Then, was sagt ihr dann? When Albert Einstein died, als Albert Einstein zum Beispiel gestorben ist, when Albert Einstein died, als Albert Einstein starb, they took his mind away. Haben sie seinen Verstand rausgenommen, also sie haben sein Gehirn rausoperiert. They want to investigate. Weil sie es untersuchen wollten. Why he was so intelligent. Weil sie wissen wollten, wieso er so intelligent war. But until now they didn't find out anything. Aber bis jetzt haben sie nichts herausgefunden. So this is your mind. Das ist also euer Verstand. But where is connected? Aber womit ist der Verstand verbunden? So sometimes you close your eyes. Manchmal, wenn ihr eure Augen zum Beispiel schließt. And ask yourself. Ihr solltet eure Augen schließen und euch selber einmal fragen, which wave the thought is coming. Von woher eure Gedanken kommen. If it's your thought, ob das eure Gedanken sind, or somebody giving you this thought. Oder ob euch jemand diese Gedanken gibt. You have to make it different. Das müsst ihr unterscheiden. Mind is connected. Und der Verstand, der ist verbunden. Ne? Aber ist alles okay? Yes, yeah, yes. Okay. Recording in progress. In horizontal creation. In der horizontalen Schöpfung. There are many creations are living. Leben viele Schöpfungen. For example, zum Beispiel Angel. Die Engel. They also give you thought. Die geben euch auch Gedanken. So you have to make a difference. Where is the thought is coming? Wir müssen also einen Unterschied machen. Wir müssen wissen, woher kommen unsere Gedanken. How you can do it? Und wie können wir das machen? Meditation. Durch Meditation. Meditation, what you can do? Und was kann man tun mit der Meditation oder in der Meditation?
try. Wir können versuchen, oder wir sollten versuchen. No thought comes to you. Also wenn wir meditieren, sollten wir versuchen, dass kein Gedanke zu uns kommt. Just like a Bahnhof. So wie bei einem Bahnhofsstation. If some thought is coming, wenn zum Beispiel ein Gedanke in euch aufkommt, you should not think anymore. Dann solltet ihr an nichts mehr denken. Like a Bahnhof, train are coming and train must leave regularly. So wie bei einem Bahnhof die Züge ankommen, aber auch wieder weiterfahren. Don't give space to think with this thought. Gebt dem keinen Platz, dass ihr mit diesen, dass ihr an diese Gedanken denkt. So no thought should come. Das heißt, keine Gedanken kommen. No thought should go out. Und keine Gedanken sollten wieder aus eurem Kopf rausgehen. So try to make yourself empty. Das heißt, ihr solltet euch selber also leer machen. Ja, das andere. In this position. Und in dieser Position. You're gonna study your own mind. Fangt ihr dann an, euren eigenen Verstand kennenzulernen. Observation your mind. Ihr fangt an, Beobachtungen über euren Verstand zu machen. Now, mind is in the position. Und der Verstand ist jetzt in der Position. He is a boss of your body. Der Verstand ist immer der Herr über den Körper, der Chef. Now you should know how many people know that in this horizontal creation. Many spirit are living. Und many spirit creation. Wie viele von euch in dieser horizontalen Schöpfung wissen, dass hier viele Geistwesen leben? Oh, wie viele von euch? Ihr könnt die Hand heben, wer? Like a radio, you know, many waves are coming. So wie im Radio, ja, es gibt ja auch ganz viele Wellenlängen. You're moving the band. And wave are changing. Und je nachdem, wie ihr, welche Wellenlänge ihr einstellt, bekommt ihr ein anderes Signal. So there are many creation horizontal living with you. Es gibt also viele horizontale Schöpfungen, die hier mit uns leben. But they are spiritual. Aber die sind geistig, also bestehen sind geistiger Natur. But only different is you have a body. Nur der einzige Unterschied zu diesem Wesen ist, dass ihr einen Körper habt, einen physischen. So many times. Das heißt also viele Male. They like to help you to grow. Wollen sie euch helfen, geistig zu wachsen? And many times, if they are not a good creation. Und oftmals, wenn das keine guten Schöpfungen sind. They try to influence you. Versuchen sie euch zu beeinflussen. To make you confused. Und euch zu verwirren. How are we gonna find this everything? Und wie finden wir all diese Dinge heraus? Dass es die überhaupt gibt. How are we gonna find? Wie finden wir das heraus? Weiß es jemand? If we become spiritual. Und zwar, wir finden das heraus, wenn wir spirituell werden, geistig. What it means spiritual? Aber was bedeutet Spiritualität? Somebody know? Weiß das jemand? Ja, Stefan. Wenn sie die Sinne geistig öffnen. Really? Yeah, when your spiritual senses open and you can perceive things like in our physical reality. Like you see me, I see you. So wie ich euch sehen kann und ihr mich sehen könnt. If you talk, I can hear you. Wenn ihr redet, kann ich euch hören. I can breathe. Smell. Ich kann euch riechen. Yes. Five senses, feeling. Ja, ich habe meine fünf Sinne. Ich habe meinen Tastsinn, mein Gefühl. But let's say, aber lass uns mal sagen, if you are not spiritual open, wenn ihr nicht geistig offen seid and somebody sitting beside you, und jemand, ein geistiges Wesen zum Beispiel, neben euch sitzt, let's say your ancestors, zum Beispiel eure Vorfahren vielleicht, and they wanna deliver you one message, und die euch eine Nachricht überbringen wollen, how are they gonna deliver you? Wie werden die euch diese Nachricht überbringen? They are sitting just beside you. Die sitzen genau neben euch. And three spirits are working with
everybody. Und mit jedem Menschen arbeiten mindestens drei Geistwesen. And they are coming from spiritual world. Und die kommen von der geistigen Welt. So they can grow with you. Damit sie mit euch wachsen können, weil ihr noch einen Körper habt. Now, und jetzt they deliver you message. Überbringen sie euch die Nachricht. How they gonna communicate with you? Oder sie wollen euch eine Nachricht kommunizieren, wenn ihr sie nicht erfahren könnt, nicht wahrnehmen könnt. If you are spiritual blind. Wenn ihr geistig blind seid. So, material man. Das heißt, der materielle Mensch, who are running only for the marathon of the material, der nur dem materiellen Marathon hier in dieser Welt hinterherrennt, they are blind. Die sind blind. Religious people, und religiöse Menschen, who believe only, die nur glauben, believe God is there, und nur glauben, dass es Gott gibt, believe life after death is there, die an ein Leben nach dem Tod glauben. What we hear in Europe? Was hören wir hier in Europa? They say niemand weiß, was im Leben nach Tod. Nobody knows what's if the life after death exists. That's what we hear. Ja, das ist das, was wir hier hören. Das ist die europäische Meinung. Yes. Why is such a question? Warum erheben sich überhaupt solche Fragen? Because they are blind. Weil sie blind sind. Geil. If they want to make an experiment, aber wenn sie Experimente anstellen wollen, there is a way to come to see things, but you have to come spiritual university. Es gibt einen Weg, diese Dinge zu sehen, aber dann müsst ihr, wie ihr hier zur Universität geht, auch auf eine geistige Universität. For example, zum Beispiel, I was talking to him last time. Ich habe letztes Mal mit ihm gesprochen. If I say I want to become doctor, wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, dass ich Doktor werden möchte, Arzt, what are you able to do? Was muss ich machen, um Arzt zu werden, Doktor? Studieren. Ja, you have to study. How many semesters? Wie viele Semester musst du studieren, Medizin? 8, 10, something. 8, 10, je nachdem welche Fachrichtung, aber mindestens 8. Mindestens, glaube ich, für Allgemeinmedizin, ja. Ungefähr, ja. Then you have to make practical. Und dann musst du deine praktische Arbeit anfangen. When you make it. Und dann, wenn du den praktischen Teil auch bestanden hast, then you are a doctor. Dann bist du ein Doktor, ein Arzt. So, if you say to me, wenn ihr also zu mir sagt, I don't want to study. Ich möchte nicht studieren. I don't want to go university. Ich möchte nicht zur Universität. I don't want to make practical. Ich möchte nicht in einer Praxis arbeiten oder überhaupt praktisch arbeiten. Einer ärztlichen Ausbildung. But I want to become doctor. Ich möchte immer ein Doktor werden. What are you gonna say, such a person? Was sagt ihr? He's a fraud. Yes. So how you can say you don't, God doesn't exist? Wie können wir also sagen, dass Gott nicht existiert? How can you say that spiritual senses cannot be open? Wie können wir sagen, dass die geistigen Sinne nicht, wenn unsere geistigen Sinne nicht offen sind oder dass sie nicht existieren? When you don't have spiritual study. Wenn ihr rein gar nicht geistig studiert habt. You don't have Praktikum. Wenn ihr gar keine Praxis habt in der Spiritualität. Then if you say, no, God is not there. Wenn ihr das studiert habt und dann sagt, nein, Gott gibt es nicht. No, if you don't study and then you say. Ach so, wenn ihr das nicht studiert und sagt, Gott gibt es nicht. You think this is fair? Glaubt ihr, das ist fair, überhaupt so ein Urteil zu machen? You see, that's what problem is in Europe. Das ist das Problem, was die Europäer haben. They deny. Die verneinen das rigoros. They say, niemand weiß. Die sagen, niemand weiß, ob es das überhaupt gibt. Yes. Life after death, nothing is there. Die sagen, das Leben nach dem Tod, das gibt es nicht und dort ist nichts. But they don't want to go in university of spirituality. Aber sie wollen nicht mal in die Universität der Spiritualität gehen. But question is, aber die Frage ist hier,
Before I start writing books. Bevor ich angefangen habe, meine Bücher zu schreiben. I write books because of myself. I use my wisdom. Habe ich da Bücher über mich selber geschrieben? Habe ich da meine eigene Weisheit rein verfrachtet? No. Nein. I met God. Ich habe Gott selber getroffen. I hear God. Ich habe Gott selber zugehört. I don't know if you hear your ancestor, but I can see your ancestor. Ich weiß nicht, ob ihr eure Vorfahren hören könnt, die neben euch sitzen, aber ich höre sie. I can see them. Ich kann sie auch sehen. But religion are blind. Aber die Religionen sind blind. They say believe it. Die sagen immer, glaubt daran. That life is there, life after death. Dass es ein Leben gibt und dass dieses Leben nach, dass es im Leben nach dem Tod weitergeht. They are angels and other creation. Und zu sagen, dass es glaubt daran, dass es Engel und andere Schöpfung gibt. But when we say shows. Aber wenn wir dann sagen, ja, zeigt uns diese Wesen. What does religion say? Was sagen dann die Religionen? What they say? Was sagen die dann zuerst? Das musst du glauben. Huh? And then? Und was noch? Du musst ja sterben. Du musst ja sterben, damit du das überhaupt sehen kannst. Then you will see. Ja, dann wirst du es sehen. Ja. European people get panic. Ja, und dann bekommen die Europäer nämlich Angst. Panik. Die bekommen Panik, nicht nur Angst, Panik. I have to die. Ich muss sterben. No, I want to know now. Nein, ich möchte das jetzt wissen, während ich lebe. Ne? That's why first time. Und deswegen zum allerersten Mal 21 century. Im 21. Jahrhundert God is giving us key. Gibt Gott uns Schlüssel. So we use these keys. Damit wir diese Schlüssel, die wir haben in uns, and we become spiritual. Und wir spirituell werden. So what are we gonna use here? Was wir also hier benutzen. We're gonna study the body. Wir werden also den Körper studieren, kennenlernen. We're gonna study the mind. Wir werden den Verstand studieren und kennenlernen. We're gonna study the consciousness. Danach das Bewusstsein. We're gonna study our emotion. Wir werden das Gewissen studieren und kennenlernen. And we will come to know our spirit. Und wir werden unseren Geist kennenlernen. Is only I here? Hab nur ich all diese Dinge? Nicht so leise, ruhig. Alle. Yeah, everyone has those keys. But why I discovered this phenomenon? Aber warum habe ich dieses Phänomen entdeckt? You can call me spiritual Einstein. Ihr könnt mich den spirituellen Einstein nennen. But the only difference is I have no hair. Ja, aber der einzige Unterschied ist, dass ich hier nichts hab. Yes. This is you have. All das habt ihr auch, jeder einzelne von euch. You die. Wenn ihr sterbt, what's gonna happen to you? Was passiert mit euch? Your business will not go with you. Eure Geschäfte gehen nicht mit euch. Your partner will not go with you. Euer Partner geht auch nicht mit euch, 3 Meter unter die Erde. Ich sage, no, sorry. Ja, ich sag ja, nee, möchte ich nicht. Ich liebe dich, aber das ist zu viel für mich. Ja. Ich möchte nicht mit dir. After bury you, I can eat Kaffeekuchen. Ja. Ja, nachdem ich dich begraben habe, gibt es ja Totenschmaus. Da kann ich Kaffee und Kuchen essen. Aber mit dir ins Grab. I want to ask you a question. There is something will go with you? Ich frage euch was. Gibt es etwas, was mit euch geht, wenn ihr sterbt? Maybe you have a beautiful Ferrari. Vielleicht habt ihr einen wunderschönen Ferrari, wisst ihr so. 500 PS oder so. 300. Say, I will not die so long my Ferrari will not bury with me. Und ihr sagt, ich werde so lange sterben, solange mein Ferrari nicht mit mir in meinen Friedhof geht, in mein Grab. The Ferrari will go there. Wird der Ferrari mit euch gehen? They take even your ring away.
Die nehmen sogar euren Ring, den ihr habt, an They der take Hand. Your clothes away. Die ziehen eure Kleidung aus. And nobody wanna use your clothes here. Und niemand möchte dann mehr eure Kleidung anziehen, weil das ist ja von der Leiche. They say, oh, this is a Papa clothes, better give somebody. Ja, ihr sagt dann, oh, das war vom Papa die Sachen vielleicht, gibt die am besten jemand anderen. Die Mutter sagt, oh, das ist expensive clothes, maybe you can use. No, I don't know. Wenn euer Vater stirbt und dann eure Mutter sagt, ja, das war von eurem Vater, die neue Kleidung und teuer, ihr sollt das jetzt anziehen. No, I don't want to use. Dann sagt ihr, nee, ich möchte das nicht anziehen. Stimmt nicht. Who is using? Ich habe viele Sachen angezogen, die von Verstorbenen waren. Aber nicht von der Leiche direkt, oder? Nein, von der Leiche. Ja. Yes, yes, yes. I went in Pakistan. Ich bin zum Beispiel nach Pakistan gegangen. And I saw so many, because we don't have a gel. Yeah? Okay. We don't have a shampoo in there. Also wir haben kein Duschgel und Shampoo dort But in Pakistan. We have Seife. Aber wir haben Seife. Expensive Seife. Also sehr teuer, die Seife dort ist sehr teuer. So I was a guest. Und als ich dort als Gast war in Pakistan. So they said to me, please take a shower and then you can speak with us. Haben sie zu mir gesagt, bitte nimm eine Dusche und dann kannst du mit uns reden. So I went in the bathroom. Und dann bin ich ins Badezimmer gegangen. And I saw so expensive Seife. Und ich habe so teure Seife dort gesehen. And I use every Seife. Und ich habe jede Seife dort genutzt und mich damit eingeseift. Later on I say to this guest, the people who invite me. Ja, und später habe ich zu meinen Gastgebern gesagt, How come you have so many Seife? Wie kann es sein, dass ihr so viel Seife habt? This man said, oh, don't worry. Did you try to use? Und dann hat der Besitzer gesagt, ja, keine Sorge. Hast du dich alle Seifen mal ausprobiert? I said, yes. Ich habe gesagt, ja. Because there's a one-time chance. Weil das war eine einmalige Chance, so viele Seifen auszuprobieren. This man, with this Seife, He was giving shower to dead people. Ja, und er hat mir dann erzählt, dass er mit dieser Seife die Toten gewaschen hat. After he washed them. Und nachdem er sie dann gewaschen hat. Then the family where somebody died, they said, we don't want to touch this Seife. Und nachdem er sie mit dieser Seife gewaschen hatte, wollte die Familie diese Seife nicht mehr zurückhaben. So they gave it to him. Und deswegen haben sie ihm dann die Seife gegeben, obwohl sie so teuer war. If I know this is a Seife where so many dead people was washing. Dann hätte ich gewusst, dass ich mich mit Seifen von ganz vielen Toten eingeseift habe. I would not take this thing. Hätte ich mich damit gar nicht gewaschen. Yeah. But I was using heavy. Aber ich habe das für jeden Körperteil benutzt. I don't know, maybe 200 people died, they were washing their body. Ja, vielleicht waren das 200 Leute sind bestimmt gestorben, mit denen diese Seife gewaschen. Und ich habe diesen Mann gefragt, warum hast du mir das nicht davor gesagt? He said, no, I wanted you should use every, because you are very spiritual. Weißt du, und der Mann hat zu mir gesagt, ja, ich wollte, dass du dich damit einsetzt, weil du bist ja sehr spirituell. Because ja. You can see everybody, I cannot see it. Ja, weil du kannst ja alle sehen, die ganzen Geistwesen. Ich kann sie nicht sehen. So. First of all, I want you realize. Ich möchte also, dass ihr zuerst realisiert. What I have, you have. Was ich habe, habt ihr auch. Und über was ich rede, das habt ihr auch. So the mind, many times, many thought are coming. Das heißt, in dem Verstand kommen viele Male viele verschiedene Gedanken. You have to realize. Ihr müsst aber realisieren. Which channel coming a good thought? Durch welchen Kanal die guten Gedanken kommen? Which channel try to influence you? Welcher Kanal versucht euch zu beeinflussen? Because you are center of this horizontal creation. Weil ihr seid das Zentrum dieser horizontalen Schöpfung. Now let me explain. Und lasst mich euch jetzt erklären. God is calling this horizontal creation. Gott nennt diese horizontale Schöpfung lower creation. Eine niedere Schöpfung. So, don't forget. Vergesst also nicht. All this star, all diese Sterne.
die ihr am Himmel seht. Universe which are existing. All diese Universen und Galaxien, die existieren. God calling this lower creation. Die nennt Gott niedere Schöpfungen. But there is a upper creation. Aber es gibt auch höhere Schöpfungen. We're gonna talk this one. Über die werden wir dann reden, wenn wir über das Vertikale reden. Then we will talk about sound. Dann werden wir über die Stimme reden, über den Klang. We're gonna talk about present. Und dann werden wir über die Gegenwart reden. Then we're gonna talk about God. Und dann werden wir über Gott reden. So in our lower creation, das heißt, in unserer niederen Schöpfung, let me ask you one question. Lass mich euch da eine Frage stellen. You have one spirit. Ihr habt einen Geist. This spirit has also form. Und dieser Geist hat auch eine Form. And you can see this your spirit. Und wenn ihr und diesen Geist kann man sehen. For example. Zum Beispiel. Somebody can be normal looking. Jemand, eine Person kann ganz normal mit seinem Körper aussehen. But if he follows spiritual journey. Aber wenn er dem geistigen Weg folgt. His spirit look different. Dann sieht sein Geist anders aus, im Gegensatz zu seinem Körper. Because light changing the spirit. Weil das Licht, was sich auf diesem geistigen Weg im Geist niederlässt, den Geist verändert. And light make another beauty. Und Gott und der Geist verwandelt, bekommt eine andere Schönheit. But if you are not spiritual. Aber wenn ihr nicht spirituell seid. Let's say you are materialistic. Oder einfach rein materialistisch. You are busy in this world. Wenn ihr sehr beschäftigt in dieser Welt seid, wegen was auch immer. You are arrogant. Wenn ihr zum Beispiel arrogant seid. And you don't give your arrogant nature. Und ihr diese arrogante Natur nicht aufgebt. You are spiritual, but you don't give up. Also, oder wenn ihr auch spirituell seid und trotzdem arrogant seid und diese Natur nicht aufgebt, den Charakterzug. You continue receiving darkness. Dann erhaltet ihr weiterhin Dunkelheit. Selfishness. Auch durch eure Selbstsüchtigkeit. Greediness. Auch durch Gier. Everything what you are doing negative. Alles, was ihr an negativen Dingen tut, is coming to your spirit. Kommt zu eurem Geist. And changing the spark. Und wandelt sich in bestimmte Funken um. So I saw one time one very beautiful. Und ich habe einmal einen sehr wunderschönen Schauspieler gesehen. She was talking to me. Wunderschöne Schauspielerin und sie hatte mit mir geredet. Suddenly I saw her spirit. Und auf einmal sah ich ihren Geist. Her spirit was looking so ugly. Aber ihr Geist sah so hässlich aus. She had a falde. Die hatte überall Falten. She had a darkness. Dunkelheit, extrem viel Dunkelheit. Smell was coming. Und der Geruch, der von ihr kam, you cannot take it. Der war so zurückstoßend, dass ihr den nicht ertragen konntet. So when she died, und als sie dann starb, when she died, als sie starb, also, when she died, wenn sie stirbt, her really ugliness spirit go with us, with the spiritual world. Wird dann in die geistige Welt gehen, ihr wirklich hässlicher Geist. Then what about her beauty when she was here, external world? Aber was dann mit ihrer Schönheit, die sie hier auf dieser irdischen Welt gehabt hat? It's gone. Das ist weg. And then I met normal person. Und dann habe ich zum Beispiel eine ganz normale Person getroffen. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel dazu. I saw many Sufi women. Ich habe viele Sufi-Frauen gesehen. Sufi ist die mystische Richtung des Islams. No beauty. Und die waren wirklich nicht hübsch. Bitte nicht rein, raus. Ja. Und ruhig sitzen. Ja? Okay. Normal looking person. Eine ganz normal aussehende Frau. But they had a research creator. Aber die haben nach dem Schöpfer gesucht, nach Gott. They wanted to know their spirit. Die wollten ihren Geist kennenlernen. They want to come to know their emotion. Die wollten ihre Emotionen kennenlernen. Their
Ihr Gewissen. Truth of spiritual life. Die haben also nach der Wahrheit im geistigen Leben gesucht. They wanted their universal consciousness to grow all over the eternity. Die wollten, dass ihr universelles Bewusstsein wächst und sich auf das ganze Universum ausbreitet. I saw their spirit. Ich habe ihren Geist gesehen. They were looking most beautiful. Und die sahen, die hatten den wunderschönsten Geist. Why? Wieso? Warum ist das so? If you're receiving light, denn wenn ihr Licht erhaltet, give and take, und ein Geben und Nehmen mit Gott habt, weil ihr nach dem geistigen Weg sucht, nach Gott, then light is changing consistent beauty inside of you. Dann ändert das Licht euren Geist die ganze Zeit, verändert ihn, und zwar, indem es ihn schöner macht. Light is giving you one peace. Das Licht gibt euch einen Frieden, which you cannot buy, die ihr nicht hier kaufen könnt auf Erden. Light giving you one freedom. Und das Licht gibt euch auch eine Art von gibt euch eine Freiheit. How? Wie ist die? It's separate from your body. Und zwar, ihr könnt euch von eurem Körper lösen. And it going in the all over external and internal universe. Und ihr könnt überall im ganzen äußerlichen und auch innerlichen, also in der geistigen Welt, Ewigkeit selber reisen. It giving you possibility to see your ancestor. Es gibt euch die Möglichkeit, dass ihr eure Vorfahren treffen könnt. Communicate. Dass ihr mit ihnen kommunizieren könnt. Let's say your right now grandfather, grandmother come to you. Zum Beispiel, wenn jetzt eure verstorbenen Großeltern, Großmutter, Großvater und der fällt dir und zu euch sagen, life after death is really. Das sagen zu euch, das Leben nach dem Tod existiert wirklich. I'm in one dimension. Und ich bin in eine Dimension gekommen. And there is a many dimension. Und es gibt zahllose viele Dimensionen. And you have to do something for your spirit. Und die sagen zu euch, bitte tu etwas für deinen Geist. You're gonna believe your grandmother again? Werdet ihr euren verstorbenen Großvater, eure verstorbene Großmutter glauben, wenn die das zu euch sagt? And they will say to you, und die sagen auch weiterhin zu euch, many things what happening in spiritual world. Die erzählen euch über viele Dinge, die in der geistigen Welt vor sich gehen. And you can see your grandmother. Und ihr könnt eure Großeltern dort sehen, eure Großmutter. You're gonna invite your ancestor. Every day. Natürlich werdet ihr eure Vorfahren dann jeden Tag einladen, um mehr über das geistige Leben herauszufinden. So I'm still living as a living man. Das heißt, ich lebe aber noch als lebendiger Mensch hier auf Erden. And I can give you more information than your ancestors. Und ich kann euch mehr über das geistige Leben sagen als eure verstorbenen Großeltern. So you better listen. And then use your key. Das heißt, ihr hört am besten zu und dann nutzt ihr eure Schlüssel. Oh, there's no some place near. Hier, hier. Wow, Elisabeth. So, before you start falling sleeping. Ja, bevor ihr jetzt fangt einzuschlafen. I just go quick. Gehe ich nur schnell durch die horizontale Ebene durch. So every 5-10 minutes we have a break, so you feel better. Und wir machen 5-10 minutes? Achso, wir machen danach 5 oder 10 Minuten Pause, damit ihr euch erholen könnt. I mostly saw when I'm giving spiritual seminar, people get tired. Meistens habe ich gesehen, dass wenn ich ein geistiges Seminar gebe, dann werden die Leute sehr schnell müde. I have one friend. Ich habe einen Freund gehabt. In the football stadium he was very loud. Im Fußballstadion war sehr laut. Er hat gesagt, Tor. One time he came in my seminar. Und einmal ist er mein Seminar gekommen. And 5 minutes his air went out. Und nach fünf Minuten ist seine ganze Luft rausgegangen. Aber ich kannst du ein bisschen laut sein? Ich habe gesagt, ja, kannst du nicht ein bisschen im Stadion laut sein? Und er ist schon eingeschlafen. So I have wake him up. Und ich habe ihn dann aufgeweckt. I say, can you pray a little? Und ich habe gesagt, kannst du vielleicht ein bisschen beten? Now how he prayed. Und jetzt hört mal zu, wie er gebetet hat.
He went again, football again, he was very loud. Und als er wieder zum Fußball gegangen ist, hat er wieder laut rumgegrölt. So when spiritual things coming, people are getting tired. Das heißt, wenn es um geistige Dinge geht, dann werden die Leute sehr müde. Why? Wieso ist das so? Did you notice? Ist euch das mal aufgefallen? Why? Warum? Warum? The best answer can give Hartmut. Die beste Antwort kann Hartmut geben. Ah ja, tut mir leid. Worldly thing coming through your mind. Das heißt, wenn weltliche Dinge in euren Verstand kommen. And spiritual thing coming other channel to your heart. Aber geistige Dinge kommen durch einen anderen Kanal in euer Herz. So your mind losing grip. Und euer Verstand verliert dann seinen Halt. And the first time mind slowed down. Und zum ersten Mal verlangsamt sich der Verstand. No, first time mind slowed down. Verlangsamt, oder? Oder kommt runter? Ja, Entschuldigung. Ja, oder kommt runter, wird langsamer. Mostly. Und meistens. Mind dominating this part. Dominiert der Verstand diesen Teil hier, euer Herz. So when he dominated your heart. Wenn also der Verstand euer Herz dominiert, he never get tired. Dann wird er nie müde. He's a dictator. Dictator, you know dictator? Wisst ihr, der Verstand ist ein Diktator. Wisst ihr, was ein That's why we will come to know the estomint, which we have and where is the limitation. Und deswegen werden wir diese Instrumente alle kennenlernen und herausfinden, wo die Begrenzung, wo die Grenze dieses Instrumentes ist. You are sitting, let's say you are a pilot. Zum Beispiel, wenn ihr ein Pilot seid. Co-pilot sitting beside you. Und euer Co-Pilot neben euch sitzt. And plane take off. Und dann das Flugzeug abzuheben, anfängt so abzuheben. What pilot do? He pushing, he turning all the button. Der Pilot, der drückt dann alle Knöpfe. Because he know. Also er drückt dann alle Knöpfe, die er zum Abheben braucht, weil er kennt sie ja. But let's say one Dummer sitting beside. Aber lass mir vorstellen, euer Co-Pilot eine ganz dumme Person ist, die einfach nicht weiß, wie man ein Flugzeug fliegt. And he start pushing all the buttons. Und diese Person dann anfängt, irgendwelche Knöpfe zu drücken. Because he's learning process, yeah? Ja, weil für ihn ist es einfach nur ein Lernprozess. Well, let's say one man like me sitting there, I push everything. Oder wenn ich als Co-Pilot dort sitze und dann anfange, die Knöpfe zu drücken. So this is your button. Das sind also sozusagen eure Knöpfe, die ihr in euch habt. And spirit is your plane. Und der Geist ist euer Flugzeug, eure Rakete. So if you don't know which button, what time you have to push, what you gonna do to your rocket actually? Wenn ihr also nicht wisst, welchen Knopf ihr wann drücken müsst, was macht ihr dann mit eurer Rakete? If it's separate from your body. Wenn die sich von eurem Körper trennt. You're gonna make an accident. Ja, ihr baut einen Unfall. Yeah. One time Jesus asked. Einmal hat Jesus gefragt. Peter was saying to Jesus. Petrus hat zu Jesus gesagt. I love you. Petrus sagte, ich liebe dich, zu Jesus. So, question is, if love is enough? Die Frage ist, es ist Liebe genug. Then Jesus asked him question. Und dann fragte Jesus ihn, also Petrus. Question. Fragte ihn. Yeah. Did you ever be in my father's house? Warst du jemals im Haus meines Vaters? Simple way. You have been in heaven? Also was Jesus damit gemeint hat ist, warst du schon mal im Himmel? He said no. Petrus sagte nein. Where lag the problem? Wo lag das Problem, dass Petrus nicht im Himmel war? You don't know. Und dass er das alles nicht kannte. He don't know this, he don't know this, he don't know this, he don't know this, he don't know. Weil er all diese Schlüssel nicht kannte. Körper, Verstand, Bewusstsein, Gewissen, Herz und Geist. But he was loving Jesus. Aber er liebte Jesus so sehr. I can give my life. Er sagte, er könnte sein Leben für Jesus geben. Jesus said, it doesn't help. Aber Jesus sagte, even you give me your life. Jesus sagte, es hilft
mir nicht und dir nicht, selbst wenn du dein Leben für mich gibst. Yes. So love is not enough. Das heißt, Liebe an sich ist nicht genug. You have to come to know for spiritual truth. Ihr müsst also erst die geistige Wahrheit herausfinden. Then you should come to know who really your creator is. Und dann könnt ihr erst richtig herausfinden, wer euer Schöpfer ist. Yes. So this is your burden. Das sind also eure Knöpfe. And one day your spirit come out. Und wenn eines Tages euer Geist aus euch herauskommt. Or let's say one stupid sit down like me on this pilot. Oder lass uns mal sagen, so ein Dummer wie ich würde am Pilotensessel sitzen. And I know, like you give the gas to car, that the vehicle gonna function too. Und dass ich denke, dass so wie man ein Auto fliegen and give the gas, you know? Und dann versuche Gas zu geben. I give full speed gas. Ja, und ich dann richtig aufs Pedal drücke. Oder and then I see, okay, pilot was uplifted. Ja. Und dann erwarte, dass das Flugzeug abhebt, wie no, beim Piloten. Gesehen, the pilot was uplifted. Ach, ja, und nur weil ich mal einen Film oder so geschaut habe, dass ein Pilot so abhebt, wenn er dieses Lenkrad nach oben zieht. Okay, I uplifted. Und ich dann vielleicht abhebe. Und dann? Was passiert dann? What will happen then? Was passiert dann? Das Flugzeug wird abstürzen. That's exactly happened in the Poland pilot let his 10-year-old boy take off the plane. Das ist genau das, was einmal in Polen passiert ist. Ein Pilot hat seinen 10-jährigen Sohn ein Flugzeug abheben lassen. And then they were very irresponsible. Und das war sehr unverantwortlich. And then he took it. Und dann ist der Sohn damit abgehoben. But speed was not enough. Aber die Geschwindigkeit war nicht genug, um richtig nach oben zu fliegen. Und dann ist das Flugzeug abgestürzt, weil es so, let's go back. Höhe verloren hat. Also lasst uns zurückkommen. Your mind is connected with external creation. Euer Verstand ist verbunden mit dieser äußerlichen Schöpfung. But what about your consciousness? Aber was ist mit eurem Gewissen? Gewissen. Bewusstsein. Consciousness. Mit eurem Bewusstsein. How much people know the consciousness? Wie viele von euch kennen ihr Bewusstsein? Oder das Bewusstsein? How many people know? Wie viele Leute kennen das hier? Consciousness. Das Bewusstsein is the mother of your mind. Ist die Mutter des Verstandes. And mind is the boss of your body. Und der Verstand ist der Chef des Körpers. So what is the definition? Consciousness. Was ist also die Definition des Bewusstseins? Did you ever heard? Habt ihr es jemals gehört? Consciousness. Bewusstsein. Universal consciousness. Das universelle Bewusstsein. Your universal consciousness. Euer universelles Bewusstsein. Uplifting your mind. Hilft euren Verstand abzuheben. And take your mind all over universe. Und euren Verstand überall im ganzen Universum mitzunehmen. This is the purpose of consciousness. Das ist der Zweck des Bewusstseins. And where he takes you? Und wo nimmt euch euer Bewusstsein mit? Hin? Your Gewissen. Zu eurem Gewissen. That you can research the real truth in eternal life where you belong to it. Damit ihr die wahre Wahrheit herausfinden könnt, wo ihr im ewigen Leben hingehört. For example, zum Beispiel, du, living billion year different dimension. Ihr habt Millionen und Milliarden von Jahren schon in der geistigen Welt gelebt. Different dimension. Und zwar in verschiedenen Dimensionen. But you do not know this instrument. Aber ihr kennt diese Instrumente nicht. Oder dieses, das Gewissen. You don't know this instrument. Ihr kennt auch nicht das Instrument. So your awareness is not coming back. Das heißt, euer Bewusstsein kommt nicht zurück. Euer Bewusstsein, euer Wissen über dieses Leben davor kommt nicht wieder. Oder ist nicht da. Let's make a 5-minute break. Ja, wir machen 5 Minuten Pause. Recording stopped.